Willkommen zu diesem Video. Heute geht's weiter mit der 1385. Folge von Dragons Ausstieg vom Berg. Wir haben erstmal 5 neue Angebote, haben heute keinen neuen Kalender, also beziehungsweise haben keine neue Tagesbelohnung im Kalender, was ein bisschen merkwürdig ist, deswegen keine Ahnung, mal sehen, was da los ist. Aber was wir hier sehen, ist eine grüne 1 bei dem Events. Und eine grüne 1, also eigentlich wird es ja auch immer rot angezeigt, deswegen bin ich mal gespannt, was wir hier haben. Der Kalender wird hier angezeigt. Okay, aber warum wird das jetzt... Aha, die haben das umgebaut, sodass man den Kalender immer anschauen kann. Und dass man ihn dann hier drin hat, dann sammelt man hier ein. Und dann kann man sich den jetzt immer anschauen. Interessant. Na gut. Ja, kann man so mitnehmen. Auch ganz hübsch. Das heißt, das muss irgendwie ein Update gewesen sein oder so. Und dann müssen wir dann mal gucken, ob vielleicht da noch irgendwas anderes mit dabei ist. Irgendwas Neues oder so. Mal schauen. Nehmen wir das hier erstmal mit. Dann können wir das nächste Buch auch noch mitnehmen. Der Drache hier wurde auch gewechselt. Es ist jetzt ein wahnsinniger Zipper. Braunes Ei, hellbraune Punkte. Schauen wir doch mal rein. Wahnsinniger Zipper. Davon gibt es ja ein paar. Braunes Ei. Ja, dann ist es süß-sauer. Oder gibt es noch einen anderen, der so aussieht, so von Eifarbe mäßig her? Ihr, ne, auf jeden Fall. Nee. Naja, dann wird das süß-sauer sein hier. Let's go, Leute. Dann wurde das nochmal geändert. Dann gibt es jetzt einen neuen Drachen im Pergament. Gleichzeitig haben sie das jetzt geändert mit dem Kalender. Den gibt es jetzt hier. Wurde alles ein bisschen kleiner gemacht. Auch ganz hübsch, auf jeden Fall. Schauen wir mal, wie das weitergeht. Da merkt man auf jeden Fall, sie machen noch was am Spiel. Dann können wir hier 240 Runen mitnehmen, sind damit jetzt erstmal ganz kurz über den 40.000 Runen. Was auf jeden Fall schon mal richtig, richtig gut schmeckt. Also wenn wir einfach mal hier von so einem Paket ausgehen, ja, das wären schon so 230 Euro. Ich meine, man kann es jetzt nicht 1:1 so rechnen, ne? Aber ihr wisst, was ich meine, ne? Wir haben richtig gut Runen gespart und machen natürlich auch weiter. Wir hören damit jetzt nicht auf. Wir können jetzt erstmal Schmeichler wieder losschicken. Dann haben wir den Kollegen. Den können wir heute füttern. Kriegen den auf jeden Fall heute auch aufs nächste Level, was auch sehr geil ist. Nehmen wir mal hier das Titanrad noch mit. Vielleicht wirst du ja kein Titan. Du wirst heute natürlich Titan. Naja, gut. Haben wir unseren nächsten Sturmbringer auf dem nächsten Titan-Level. Gehst du wieder ins Training. Let's go. Fisch haben wir auf jeden Fall genug. Müssen wir nun mal überall einsammeln, wo jetzt was ist. So, du kannst nochmal los, let's go. Und damit reicht der Fisch auch schon. Wir können hier runtergehen, können den Kollegen einmal auf Level 165 füttern. 39.000 Eisen kostet der Gute, das haben wir jetzt nicht. Das heißt, der kann so erstmal wieder los. So, dann ist Ulzahn da. Der hat uns wieder ein Ei und 2 Sammlungsstücken mitgebracht. Wunderbar. Ei ausbrüten geht gerade nicht. Das heißt, das ist mal wieder einer, den lassen wir jetzt heute mal frei. Schade, aber gehört auch mal dazu. Und dann kannst du auch wieder los und damit sind wir auch schon wieder unter den 40.000 Runen. Schade, Marmelade, passiert aber. Das können wir doch mal mitnehmen, let's go. Und ja, irgendein Download war, aber es sieht erstmal nach keinem neuen Legendären aus. Vielleicht neue Paketinhalte, mal schauen. Nee, es ist ohne das gleiche Paket und hier. Nee, Ketzkarzel hat man auch schon gesehen. Na gut, dann sind das keine neuen Paketinhalte, so wie es aussieht. Nehmen wir erstmal hier den Fisch nochmal mit. Let's go. Dann kannst du auch schon wieder los. Wunderbar. Vielleicht findest du ja den demnächst mal. So, das passt. Dann können wir den Kollegen einmal wieder losschicken. Let's go. So, dann können wir hier einmal einen polierten Bernstein mitnehmen. Dann den brauchen wir jetzt noch nicht losschicken. Das wäre ein bisschen sinnlos. Schauen wir dann mal lieber. Nehmen wir den Fisch einmal komplett mit, dann können wir auch schon hier rüber gehen. Hier haben wir auch nochmal ein Titanrad, da drehen wir gleich dran. Erstmal können wir Farbknirsch füttern, der kann wieder ins Training. Brauchen wir erstmal noch ein bisschen Holz. Kriegen wir hier, wunderbar, dann kann der jetzt wieder ins Training. Dann können wir hier einmal am Titanrad drehen, mal schauen, ob du was wirst oder nicht. Du wirst heute sogar Titan, sehr, sehr schön, das sieht man gerne. Das heißt, wir können dich nochmal füttern, kriegen dich aber noch nicht aufs nächste Level. Vielleicht kriegen wir Fisch. Nee, wir kriegen Runen, ist aber auch nicht schlecht. Bleibt der Junge erstmal stehen, wird schon noch irgendwie werden, denke ich mal. Wir haben neue Season-Sammlungen, sehe ich hier gerade, weil ansonsten hätten wir nicht 20 Dinger dort. Gut, schicken wir die erstmal los, damit kriegen wir auf jeden Fall nochmal ordentlich Holz, können dann auch gleich hier hinten unsere Eisensammlung nochmal losschicken. Den Steinwolli von hier hinten
Den kriegen wir jetzt nicht wieder los. Den kriegen wir jetzt nicht gefüttert. Das heißt, du kannst erstmal los. Dann, du kannst auch los. Du kannst jetzt ins Training. Let's go. Machst du auch noch deine 10 Level drauf. Der kann gleich noch hinterher. Dann macht er auch nochmal seinen Level mit drauf. Wunderbar. Dann haben wir einmal den brüllenden Tod. Der kann wieder los. So. Gehen wir mal hier runter. Genau, du warst auch noch am Holz sammeln. Wunderbar. Hier, die Eisensammel von hier vorne können natürlich jetzt auch wieder los, bevor wir die vergessen. Damit können wir Holz und Fisch komplett einsammeln. Sehr, sehr gut. Und dann schauen wir doch mal, dass wir jetzt noch 86 Runen ranbekommen, damit wir wieder über die 40.000 Runen drüber kommen. Sollte, denke ich mal, machbar sein. Wir haben noch ein Season-Geschenkpaket, wir haben noch 2 Gratis-Pakete. Und dann noch ein Haufen Belohnungen aus den Season-Sammlungen. Aber schauen wir mal, ob wir erstmal hier was bekommen. Hier kriegen wir jetzt erstmal nichts. Okay, es ist ein Regenschneider. Ja, es müsste... Nee, das ist kein Regenschneider, das ist Flusssegler. Können wir platzieren, kann hier hin, kann dreimal gefüttert werden, bleibt hier für immer stehen, bis wir ihn aufsteigen lassen. Genauso funktioniert das nämlich. Der Kollege hier kann wieder los für 10 Eisen. Dann können wir die beiden hier nochmal losschicken für 53 Millionen. Wunderbar. So, du warst im Training, musst gefüttert werden, können wir jetzt nicht machen. Der war im Training, muss nicht gefüttert werden, kann für Eisen wieder los. Du kannst wieder los, du kannst nicht wieder los, da haben wir zu wenig Eisen. Du kannst noch mit los, wunderbar. Da wird hier auf jeden Fall wieder gut trainiert. So, dann gehen wir mal die restlichen Legendären ab. Wir haben hier noch einmal den Immerflügler. Der kann natürlich auch einmal wieder los. So, dann haben wir hier einmal den purpurnen Tod, der kann auch wieder los. Heute haben wir auch hier wieder den Tiefseespalter da. Der hat ja gestern noch ein paar Minuten gedauert, aber war am Ende halt nicht da. So, und dann fehlen jetzt noch die beiden. Einmal der große Überwilde, der ganz normale. Und dann zu guter Letzt auch noch hier der Granatenfeuer. Du kannst auch wieder los. Let's go. Damit hast du wieder was zu tun. So, Holz und Fisch nehmen wir nochmal mit. Dann können wir auch schon zu unseren Reisdrachen kommen. Die können wir auch wieder losschicken. Gehen wir ja erst einmal weiter. Dann Nachtschatten und Gratis. Dann haben wir ja einmal Hakenzahn, den können wir auch wieder losschicken. Der kriegt vielleicht sogar das Sammlungsstück rein, müssen wir mal schauen. Hier haben wir erstmal nichts soweit, das heißt, hier gehen wir ganz normal weiter. Dann einmal aggressiv sein und gratis. Und dann kommen wir auch schon zu unseren Gratis-Paketen. Fangen einmal mit dem hier an, kriegen hier neuen Odins-Marken, nehmen die einmal mit. Und dann haben wir auch nochmal Knochenräubersgrill, Hakenzahn. Und nochmal ein paar Runen, bisschen Holz, bisschen Fisch, wunderbar, Nentai Fumerang. Den können wir freilassen, den brauchen wir nicht, wunderbar. Gehen wir direkt wieder hier rein, öffnen das nächste Gratis-Paket, let's go. So, dann haben wir das nächste Gratis-Paket und hier bekommen wir einmal Sturmschneid, Knochenräuber, rotes Gift und haben dann nochmal ein bisschen Holz, Fisch und wieder ein paar Runen. Wunderbar, reicht noch nicht ganz aus, aber mal schauen, das werden wir schon noch irgendwie zusammenbekommen. Gehen wir erstmal hier rein, sammeln jetzt erstmal die täglichen Aufgaben fertig, haben davon 8 Stück und schauen mal, ja, was da auf jeden Fall noch so mit drin ist. Also wir kriegen ja ein bisschen Season-Währung, ist ja schon mal klar. Und jetzt kriegen wir auch noch ein paar Bernsteine, vielleicht kriegen wir ja sogar noch die 500 Bernsteine voll, die jetzt fehlen. Beziehungsweise Bernstein, Rohbernstein. Und wenn wir ja, wäre natürlich super, weil dann könnten wir noch einmal mehr tauschen. Wenn nicht, dann Pech. Aber egal. Gehen wir einmal hier rein. Dann können wir jetzt hier die nächste Belohnung von nochmal 750 Season-Währungen einsammeln. Können damit jetzt auf jeden Fall auch ein wunderschönes Season-Geschenkpaket öffnen. Let's go. Und wir bekommen hier einmal einen einzigartigen Drachen. Let's go, Leute. Und zwar wird es erstmal mal 25 Runen und wir kriegen Neapolit-Henne. Let's go. Auf die letzten 3 Tage, beziehungsweise auf die letzten 4 Tage, sagen wir mal, haben wir hier nochmal Luck, kriegen hier sogar nochmal einen wunderschönen Drachen mit oben drauf. Sehr, sehr gut. Ist ja auch einer aus der neuen Familie, was auf jeden Fall auch schon mal richtig nice ist. Haben damit sogar noch einen Teil einer Season-Aufgabe weiter erledigt, was auf jeden Fall auch sehr, sehr geil ist. Und da gehen wir einmal hier rein, können einmal hierher kommen, haben hier jetzt noch eine weitere Aufgabe fertig. Wunderbar, jetzt fehlen noch die beiden Drachen. Mal schauen, ob wir da noch Glück haben. Ich meine, immerhin haben wir gerade die Chance erhöht, etwas aus einem, ihr wisst schon, zu bekommen hier aus dem, oder ein, dass wir einen der beiden Drachen aus dem Season Alpha geschenkt bekommen. Aber gut, schauen wir mal. Gehen wir erst einmal hier rein. Hier haben wir nochmal 2 Teile, 2 Kollegen, die wir einsammeln können. Da können wir dann das hier vielleicht sogar alles in der nächsten Season kaufen. Das wäre sehr angenehm. Das wäre eine Season-Geschenk, eine Season-Sammlung, die man fertig kriegen könnte. Hier haben wir dann die neue, ja, hier sehen wir schon mal die neue Familie. Da können wir gleich mal reingucken, weil die neue Drachenfamilie ist scheinbar da.
Dann haben wir hier noch was fertig. Kriegt aber noch mal ein paar Runen auf jeden Fall. Kostüm, was wollen... hier wollen sie ein ganz paar schwierige Sachen. Was haben wir hier so? Hier haben wir auch noch mal ein paar Statuen auf jeden Fall dabei. Noch mal ein Kostüm und auch noch mal zwei Drachen. Und hier auch noch mal, ein paar Runen und so noch ein paar Sachen. Mal schauen, dann müsste das alles gewesen sein. Ganz genau, sind knapp unter den 5000 Udinsmarken, aber naja, nicht Udinsmarken, schön wär's. Knapp unter den 5000 Bernsteinen, aber na gut, dann müssen wir halt viermal tauschen. Ist nicht so schlimm, kommen wir glatt auf 90 mal wieder. Dann gehen wir einmal hier rein, haben jetzt hier nichts, genau, hier wollten wir gar nicht rein. Wir haben die 40.000 Runen wieder geknackt, das ist schon mal was Schönes, aber darauf wollte ich gar nicht hinaus. Ich wollte erstmal auf alle Quellen und dann einmal auf ganz runter, weil wir haben unsere neue Drachenfamilie. Und oh Leute, wir haben gleich zwei neue epische Drachen. Temperamentvolle Sprosse, sieht schon mal, klingt schon mal ganz interessant. Wir haben zwei neue epische Drachen, also nicht nur ein dieses Mal, sondern gleich zwei. Und das ist ja schon mal richtig crazy. Dann gehen wir erstmal auf Edelstein Zerstörer, Sammlerlevel-Belohnung. Na, da müssen wir gleich mal reingucken, wann es den denn gibt. Der müsste ja dann noch weiter hinten sein. Und vielleicht fangen die jetzt an, dort hinten die dann alle aufzulisten. Bin ich mal gespannt, müssen wir gleich nochmal reingucken. So an sich kommt man jetzt wahrscheinlich erstmal nicht so leicht an den ran. Gehen wir wieder aufs Kreuz, aber, beziehungsweise bevor wir das machen, 26,4 Millionen pro Stunde und 19 Stunden 45 Minuten, das ist richtig saftig. Ich sag's jetzt mal so, die, fürs Eisen lohnt es sich nicht, aber für Holz oder Fisch schon crazy. Dann haben wir Seidenterror. Seidenterror sammelt auch knapp 40 Millionen Holz pro Stunde und auch 10 Stunden, also auch wieder richtig, richtig gut. Dann haben wir auch schon gesehen, Statue dazu gibt's auch, die wird's wahrscheinlich auch aus dem Season Geschenkpaket geben. Und an sich ist der für den großen Alpha Season Pass. Das heißt, wir werden den auf jeden Fall haben, sobald die neue Season begonnen hat. Und ja, dann muss man aber halt den Season Geschenk, den Season Alpha Season Pass kaufen. Ist halt so, kann man nie ändern. Machen wir aber. Dann haben wir hier nochmal einen neuen Premium-Drachen. Und zwar kann man den höchstwahrscheinlich aus dem Season-Geschenkpaket ziehen oder in der Season kaufen. Ich denke mal eher ziehen wahrscheinlich. Sammelt 15,6 Millionen Holz pro Stunde und 14,6 Millionen Fisch pro Stunde und fliegt 17 Stunden und 20 Minuten. Das ist nicht schlecht auf jeden Fall. Könnte man nutzen, gerade für Holz, sage ich mal. Aber für uns wäre es wahrscheinlich eher nichts. Dann haben wir hier Pikfeinchen. Das ist ein wahnsinniger Zipper. Sieht sehr cool aus, was die Farben angeht. In der Mitte so weiß und nach außen hin so ein bisschen orange-rot-mäßig. Holz sammelt er besser als Fisch und zwar 14,4 Millionen. Aber selbst das ist jetzt nicht die Höhe. Und 8 Stunden 20 ist jetzt auch nicht das Längste. Okay. Sammlerlevel. Hey, da bin ich ja mal gespannt, wo die. Hä? Der hier? Du bist in der Season verfügbar. Okay. Und dann haben wir noch Mörball. Der ist auch in der Season verfügbar. Und der sammelt aber ziemlich schlecht, 8,37 Millionen Fisch und einen Tag, eine Stunde. Ist jetzt nicht so der Bringer, muss man sagen. Aber gut, ist eben so. Das ist die neue Familie und es würde 5 von diesen Paketen geben. Sonst gibt es nie so viele, oder? Doch, hier gab es auch schon mal 5. Okay. Ja, auch wo es so viele epische gab. Also dort, wo die epischen sind, gibt es 5. Und ansonsten war ich glaube, es höchstens so 3 oder mal 4 vielleicht. Schauen wir doch mal hier rein. Jetzt gibt es ja scheinbar hier ganz viel neu. Hier haben wir den aktiven Aquirer, beziehungsweise die Feuerwurmkaiserin halt. Die kannte man ja schon, oder die, ja, die hat man schon gesehen. Dann kommt hier treuer Handlanger, da dran wieder, das sind halt wieder Pakete hier. Dann haben wir optimaler Beschaffer, das ist dann nochmal, ja, Pikfeinchen eben. Dann geht es hier bis Level 10, ekstatische Elster, gibt es wieder Flüchtigpaket. Dann Stufe 11 kommt hier allerlei Akkumulator. Das ist, ja, also da braucht man dann schon lange auf jeden Fall und viel und Glück vor allem. Also da musst du ja wirklich schon alles fertig haben dann fast. Dann haben wir hier riesiger Ramasierer. Das ist ein Premium-Paket, da gibt es jeden Premium, kannst nicht mal was anderes bekommen, soweit ich weiß. Gehen wir mal kurz durch. Ja, hier gibt es nur Premium-Drachen drin. Also das ist richtig crazy geil, aber das Schwierige ist daran natürlich, komm erstmal bis dorthin. Das dauert ewig und da bist du wahrscheinlich um ein paar Euronen los. Oder Dollar oder was auch immer du für eine Währung bei dir hast. Aber das wird nicht ganz so einfach werden, denke ich mal. Aber egal. Wir schauen, dass wir hinkommen. Insgesamt gibt es ja genug Season-Sammlungen, oder? Hier gibt es 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. Und man braucht hier 13,
3, 5, 7, 9, 12, 15, 18, 21, 25, 29. Ja, sind wir bei 33. Also man müsste alle fertig haben außer 2. Das ist halt schon geisteskrank, ne? Wie viele man jetzt hier machen muss, damit man überhaupt die Möglichkeit hat, hier alles zu bekommen. Aber gut, vielleicht schaffen wir ja noch ein, zwei was hier. Ja, den kriegt man früher oder so. Die Frage ist nur wann. Wird noch ein bisschen dauern. Vielleicht auch nur ein, zwei Jahre. Mal gucken. Werden wir sehen. Sitzen wir auf jeden Fall dran. Aber richtig, richtig crazy, was die hier wieder reingebracht haben. Auf jeden Fall sehr, sehr nice. Und dann können wir jetzt einmal den Kollegen hier hinten nochmal losschicken. Gibt nochmal ein bisschen Eisen für uns. Ist auf jeden Fall auch nicht schlecht. Und dann würde ich auch sagen, an der Stelle wäre es das erst einmal wieder mit dem heutigen Video gewesen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann sehen wir uns auf jeden Fall im nächsten Video wieder. Bis dahin wünsche ich euch ganz viel Spaß. Und dann ist ja auch bald schon die neue Season. Und zwar in 3 Tagen und 13 Stunden. Das wird auch sehr interessant. Schauen wir mal, wenn es soweit ist. Sehen wir uns morgen wieder. Bis dann, viel Spaß. Und ciao, ciao, Leute.